So, Freunde. Ja, diesmal aus einer ganz anderen Perspektive. Ich probe schon mal, wie man das ohne Kameramann macht. Ich habe mich über meinen eigenen Daumen gerade erschrocken. Übrigens, das ist Farbe vom Airbrushen. Also jetzt nicht rumhäten, dreckig irgendwas. Ich habe Airbrush bearbeitet und hab Modelle gealtert und deswegen sehe ich jetzt immer noch aus wie ein Schwein, sehe ich gerade. Aus dem Schwein, okay. Naja, die Arbeit ist dreckig. Gut, Freunde, guckt nicht so auf die Hände. Aber haten dürft ihr, weil das ist gut für YouTube, ihr wisst. Na, jedenfalls, was ich euch mal zeigen wollte. Es gibt ja immer so richtig pottig hässliche Handyhalterungen und dann wird empfohlen, als Lifehack wirklich ungelogen zwei so eine lustigen Ladegeräte nebeneinander zu stellen, um das Handy da reinzustopfen. Das geht ja wohl gar nicht. So sieht die schönste Handyhalterung Deutschlands aus. Seht ihr? So, Stäbchen raus, Stäbchen gegriffen, Stäbchen hier oben reingesteckt. No? Das ist eine Handyhalterung. Hier kommt das Handy rein. Der Kollege gibt bitte mal sein Handy. Kurz vor der Entlassung muss er doch nochmal mithelfen. Gib mal kurz her. Mach's mal aus und dann stecke ich das mal hier so rein. Seht ihr mal, Freunde? So muss das aussehen. Warum dreht sich deine Uhr nicht mit? Na egal. 3 für 15 Mediamarkt? Ist ja günstig. Was machst du mit drei Handys? Na egal, Leute. Natürlich müsste jetzt der Wecker andersrum stehen. Das wäre doch viel schöner. Naja, gut. Jedenfalls wollte ich euch mal so zeigen. Das ist eine schöne Handyhalterung. Die habe ich mal schnell aus der Arbeit oder auf der Arbeit aus ein Stück Räuchereiche gebastelt. Hier unten Filz dran, um den Marmortisch nicht zu beschädigen. Innen drinne Filzeinlage, um das Handy nicht zerkratzt zu lassen. Die geht übrigens ringsrum, ne? Auch hier vorne ist Filz dran, ringsrum. Das Ganze ist nicht lackiert, sondern das Holz. Oh, habe ich das lackiert damals? Jetzt gucke ich gerade mal. Eigentlich lackiere ich Holz selten. Nee, nee. Das war Räuchereiche. Das habe ich mit einer Gehrungssäge freihand bearbeitet. Also deswegen nicht wundern, es ist nur ein Prototyp. Hier vorne soll noch mal eine kleine Halterung rein, wo das Stäbchen reingehört. Für den Transport. Ne? Das soll hier so rein. Zack. Das soll eine kleine Metallklammer sein. Magnet geht nicht, weil nicht magnetisch. Naja, ist ja egal. Jedenfalls hier oben schönes Loch im Boden. Freihand mal schnell. Das ist eine Niete. Und dann kommt hier so ein Stückchen Metallstäbchen rein. Wo das her ist, weiß ich nicht. Handy lümmelt sich gegen. Und so sieht eine Handyhalterung für den Schreibtisch aus oder für den Nachttisch. Ne? Tschüss, Freunde.